Hallo und herzlich willkommen bei Virtues, einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Langsam aber sicher nimmt das ganze Ding hier Form an. Letzte Folge haben wir hier unten hochgezogen und hier drinnen angefangen. Ich habe mal ein bisschen nach Material geschürft, um das hier auch fertig zu bekommen. Hier sind sie. Damit wir hier die Teile weiter ausbauen können. Das kommt erstmal weg. Da habe ich mir quasi mein Dirt selber hergestellt. Meinen eigenen Dreck. Also hier nochmal Adobe. Warum habe ich das immer noch nicht hier drin? Ich weiß es nicht. Ist auch vain. Brauche ich auch nicht so. Guck mal. Da haben wir mehr als genug, aber wir müssen ja auch noch die Gegenparts machen. Siehst du? Da kann ich schon mal anfangen. Nicht die Gegenparts. Die Seiten will ich eigentlich auch nochmal machen. Sollte aber jeweils ein Schwung reichen. So. Na, bevor wir hier wieder runterfallen, hauen wir uns nochmal die Hucke voll. So, zu damit. Könnte man hier gleich zu außen hier die Dinger mal so ersetzen. Aber dann würde ich das hier nicht machen. Machen wir das so. Das ist okay. Da könnte man noch mal eine schöne Lampe reinpflanzen, oder? Ist auch eine gute Idee. So, jetzt hier ausreichend beleuchtet ist. Ja, doch. So, das hier muss natürlich noch alles weg. Bevor wir uns da dem oberen Teil widmen. Na, jetzt kommt die Feuerwehr. Nein, oder der Krankenwagen. Ich weiß es nicht. So, so. Hier brauchen wir nicht, können wir uns sparen. Mein Füllmaterial. Habe ich weggepackt, dann machen wir dich da einfach rein. So. Ja, jetzt müssen wir den oberen Teil hier noch irgendwie hinbekommen. Aber besser gesagt, die Seiten erstmal zumachen. So. Ja, was machen wir hier noch? Also generell hier müssen wir irgendwie ja wieder ein bisschen nach vorne kommen. Dann überlege ich doch hier doch vielleicht noch auf den blauen drüber zu greifen. Dass hier dementsprechend eingebunden ist. Und der Lampe gefällt mir auch noch nicht so ganz. Muss ich gestehen. Wenn ich die da einsetze. Kommt vielleicht ein bisschen besser. Ich den mal wieder füllen. So. Ja, kommt gleich besser. Und jetzt müssen wir uns hier halt, wie gesagt, eine Füllung überlegen.
hier nochmal auf das Blaue überschwenken. So, dann ist von außen das Ding auf jeden Fall gewährleistet. So. Gehen wir mal hier so lang. Schon hin. Ja, es ist okay. Ist okay. Dann haben wir den hier. Zwei, drei. Ist vielleicht noch ein zu viel. So und so. Ja, doch, ich glaube, das könnte gehen. Dann habe ich hier quasi wieder einen Abschluss von dem Ganzen. Und arbeite mal viel mit selbst. Da muss ich mir wahrscheinlich nochmal welche machen. Schwer, mal so. Wir wollen es ja schick. Da hier geht halt nicht schicker. Ich könnte den höchstens durch den ganzen ersetzen. Hier so zwei halbe Dinger rein. Da brauche ich sowieso noch mal einen ganzen Schwung. Erstmal hier so. Ich kann ja produzieren, so ist es nicht. Ja, was sagt er? Finde ich gut. Hier auch nochmal das Rot mit rein. Ich überlege gerade. Mal so ein Element mit einzubauen. Ah, geht ja nur so rum.
Ist aber okay. Ich sehe das. Ich guck mal den anderen. Den hier. Ja, ist besser. Andere war zu knallig weiß. Ja, sehr gut. Haben wir das hier wenigstens so den Abschnitt fertig. Jetzt kommen die Lampen hier auch wesentlich besser zur Geltung. Wollen wir mal hier von der Ferne checken. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir nur hier oben. Hier werde ich wahrscheinlich doch wirklich auch wieder mehr mit dem Roten arbeiten. Die Frage ist nur, an welcher Position. Eh nicht so viel Füllmenge. Deswegen wird es jetzt gerade ein bisschen kompliziert, wo wir, sag ich mal, hier die Verbindung schaffen. Durchziehen, oder? Scheiß auf den blauen hier. Gucken. Ja, hat was. Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt immer. Sonst zu viel. Durch weiß. Genau wie den. Können wir hier nochmal das hier einbauen. Mega gut. Mir gefällt's. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber mir gefällt's. Und wir haben hier echt viel Platz zum Landen. Darum ging es ja auch nochmal, ne? Sehr cool. Jetzt müssen wir nur noch die Seiten machen. Und das quasi miteinander verbinden. Ja, auch so, das sieht gut aus. Halt nicht so langweilig. Da hatte ich mir hier schon mal so grob Gedanken gemacht, da werde ich auch nochmal das Rote mit einfliegen. Also hier den blauen nutze ich mit. Eine Ecke, den hoch und dann das Rote in die Mitte. Und dann ist hier Ende im Gelände, dann ziehen wir das nur noch bis ran. Hier quasi auch so ein Ende finden. So, erstmal, dann kann man das hier nämlich miteinander verbinden. Genau hier den.
Platz, ist ja nur die Seite. Und hier. Jetzt ist aber die Folge schon wieder fast rum hier. Das geht so schnell. So, jetzt ziehen wir nur das hier hoch. Der richtige dort, ich habe keine Ahnung. Licht an. Im Dunkeln immer Licht an. Hast du das? Ja, brauche ich da auch noch was. Aber sollte ich auch hier. Eine Kiste schon wieder? Ja, verdammt. War jetzt so nicht geplant. Deswegen weg damit, weg damit. Also weg damit. Ich brauche aber erstmal nicht. So, da sind wir. Seine Art. Ja, wir müssen das ja jetzt hier irgendwie zum Abschluss bringen. Irgendwann ist halt auch Ende. Füllen wir das Ganze jetzt hier noch. Aber so. Wie es gerade passt. Ja, ein bisschen doof, ne? Den hier. Versuchen wir es mal auf die Schiene. Sieht ja gar nicht wie gekonnt und nicht gewollt aus, ne? Ja, aber so ist ein guter Mittelweg.
das hier so ein bisschen verbinden. Entschuldigung. Ja, ist okay. Also, jetzt könnte man den hier schon wieder rausnehmen. Passt der hier nicht mehr so ganz rein. Ja, passt doch. Sehr gut. Gefällt mir noch nicht so ganz. Oh. Bisschen abgeflacht. Ja, fällt jetzt eigentlich gar nicht weiter auf, aber egal. Ist okay, oder? Hier den Part noch mal so ein bisschen mit aufgenommen. Ja, mehr kann man nicht erwarten. Dann machen wir jetzt die Feierabend. Nächste Folge ziehen wir noch das Gegenstück hoch. Hier wird es ein bisschen schwieriger mit dem Verbinden, weil wir hier doch sehr weit rausgehen, oder? Mal gucken. Aber wir haben viel was geschafft. Ich bin froh drüber. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns nächste Folge wiedersehen bei diesem wunderschönen kleinen Außenposten. Bis dahin und tschüss.